Ja, hallo Leute, ich grüße euch hier ein bisschen vor, ja, wie soll ich sagen, winterlicher Kulisse. Kleine Ansage, es wird nicht so sein wie im nachfolgenden Video von mir ausgesagt. Es wird Montag kein LKW-Video mehr geben. Es ist das heutige Video, ist das letzte Video für die nächsten 2 bis 3 Wochen. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende, sage, bleibt alle gesund und macht schön gut und ja, viel Spaß beim Video. Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am 1. Dezember 2023 um 10 Uhr, no ach, 10 Uhr, um schön wär's. Um 11:29 Uhr. Ja. Und Ankunft 12:58 Uhr, was natürlich schon wieder spät ist. Aber so, wollen wir mal zusehen, dass wir loskommen. Ja, für die, die es nicht wissen, Parkplatz Schäferborn auf der A5. Und wir haben 1:27 Uhr zu fahren. Wir wollen nicht nur Arnsfeld Ost raus und dann die restliche halbe Stunde oder was über Land fahren, sondern wir müssen, weil da irgendwelche Probleme sind. Na, mal wieder oder eben Hattenbacher dreiecksmäßig Probleme halt. Jo. Ah, sehr schön. Ja, bedanken wir uns da sofort mal. Ja, was soll ich euch erzählen? Eigentlich muss ich sagen, das ist schon der dritte Tag, der bescheiden läuft. Wirklich, es ist katastrophal. Heute Morgen auch wieder, erst lief alles gut. Ich hatte eine Ankunft von 7:05 Uhr. Und während ich mit meinem Kollegen so telefoniere, da sage ich plötzlich zu ihm, hör mal, irgendwie sagt hier Elsa auf einmal 7:38 Uhr. Ich sage, was ist hier los? Ne? Dann habe ich nochmal neu das Ziel eingegeben. Auf einmal sagt sie wieder 7:05 Uhr oder 8. Ich denke, okay, alles klar. Plötzlich wieder 7:42 Uhr. Ende vom Lied war, da ist bei Bruchsal wieder ein schwerer, also heute ein schwerer Unfall mit 3 LKW passiert. Ein Wahnsinnsrückstau. Ich habe ihn gesehen jetzt auf der Rückfahrt von Bruchsal bis Walldorf. Also megamäßiger Stau. Und ich musste deswegen eine Umfahrung machen von 40 Kilometern. Also weiträumig umfahren, wie sie immer so schön in den Nachrichten sagen. Weiträumig umfahren, ja, und war dann eben erst um, was weiß ich, 7:40 Uhr da. Bisschen Zeit habe ich eingespart, weil heute war Niederschlag in Gaggenau, Schneeregen, sodass ich den Auflieger draußen stehen lassen konnte. Der Kollege musste den dann reinsetzen. Ja, hier ist trocken, wir haben hier +2, aber bei uns so, also im Kasseler Raum, mein Kollege ist ja da oben. Da sind eher so -2, zu Hause sind auch Minusgrade, zu Hause ist auch noch alles weiß. In Gaggenau, da hat überhaupt kein Schnee gelegen, da war immer nur Schneeregen, alles sofort weggetaut. Hier sieht man ja so kleine Reste am Straßenrand. Bei uns, wie gesagt, zu Hause immer noch ziemlich weiß. Ich werde auch am Wochenende mal, glaube ich, so ein kleines Wintervideo machen, wenn wir rausgehen. Das war gestern auch so eine Sache, wir raus mit den Hunden und so. Und wir hatten am Vortag schon, am Mittwoch, sind wir schon diesen Weg gelaufen und da hing schon ein Ast sehr schwer gekrümmt durch Schneelast. Und gestern war es dann so, da sind wir dann auch dahergelaufen und diesmal hat dann die Astspitze schon den Boden berührt. Und da sage ich so, na, wenn noch ein bisschen drauf kommt, ich sage, dann wird er brechen.
In dem Moment macht's knack und es fällt so ein, ja, so dick wie mein Handgelenk, ein Ast runter, aber so seitlich. Also wir waren da nicht bedroht, aber es hat deutlich gezeigt, man muss Augen und Ohren offen halten. Da kann auch mal ein dickeres Ding durch Schneelast runterkommen, was einem, wenn es auf den Kopf fällt, dann doch ein bisschen Aua macht. Ja, ich stelle gerade fest, dass die Kamera einen Hauch andere Einstellung hat, also Positionierung. Aber das ist besser, weil ich dann besser ja, von hinten auf den Bildschirm schauen kann und so. Also mal zur Kontrolle ganz kurz. Ne, sieht gut aus. Ich habe auch noch mal Einstellungsveränderungen am Ton vorgenommen. Ich sag mal so, wir feilen immer noch ein wenig. Aber im Großen und Ganzen ist es ja stimmig mit Bild- und Tonqualität. Ja, ich muss natürlich sagen, ich habe gerade mal gestern so 3-4 Kommentare beantwortet. Die Ältesten, ich fange immer mit den Ältesten an. Gut, manchmal gehe ich auch drüber und dann gibt es welche, wo ich einfach nur Danke schreiben brauche oder so. Und dann nehme ich die schon mal vorab, aber in der Regel mache ich so, ich fange mit den Ältesten an, arbeite mich nach vorne durch. Gelesen, also registriert und gelesen habe ich sie eigentlich alle, aber noch nichts beantwortet. Das wird jetzt am Wochenende passieren, da habe ich dann auch die Zeit dafür. Wir haben ja auch gestern mal einen Tag ausgesetzt mit Video. Ich hatte so das Gefühl, ja, ich muss sagen, da gestern eben auch Stress war. Gestern war es so, da musste ich dann schon hier irgendwo runter von der Autobahn, weil hier vorne bei Grünberg kann man also nachlesen, Grünberg, Ross, ja, weiß ich nicht, irgendwas mit Ross, das ist so ein Ort, auf jeden Fall, ich denke mal, wenn man, Friedberg muss man eingeben, A5 Friedberg, auch ein schwerer Unfall, LKW fährt, kommt aus bisher ungeklärten Gründen ab von der rechten Spur und da waren zwei LKWs in der Nothaltebucht, die haben da übernachtet da haben die sogar noch erzählt, gegen die wird nicht ermittelt, ja, weil es ist natürlich eine Nothaltebucht und kein offizieller Parkplatz, aber da stehen jede Nacht Leute und weil die Parkplätze ja voll sind. Und es wurde auch gesagt, es wird eben nicht ermittelt. Ja, und der ist also von rechts von der Fahrbahn abgekommen und da standen zwei dem hinteren volles Kaliber rein, hat sich sein ganzes Führerhaus zerschmettert. Es hieß dann, weil er so weit links saß, die Aussage fand ich so ein bisschen komisch. Ja. Er wird ja wohl auf seinem Fahrersitz gesessen haben. Er kann ja nicht links von seinem Fahrersitz gesessen haben. Das hätte dazu geführt, dass er es überlebt hat, weil hier die rechte Seite alles total zerfetzt, eingedrückt. Ein Wahnsinns-Schlachtfeld, den er getroffen hat, der hatte PET-Flaschen mit Mineralwasser geladen, die sind dann überall durch die Gegend geflogen und so. Und er hat den LKW noch in den davor reingeschoben. Der muss wohl aber wahrscheinlich aus eigener Kraft, hat er wegfahren können. Der andere keine Chance. Also ich möchte nicht wissen, was das für ein Feeling war für die, die da im Bett lagen. Nein. Der Fahrer, der Unfallverursacher, Fahrer, 66 Jahre alt, hat mir natürlich auch ein bisschen zu denken gegeben, ist rausgeschleudert worden. Ja, da haben mein Kollege und ich gemeint, rausgeschleudert kann ja nur bedeuten, dass er nicht angeschnallt war halt. Nein. Ebenso in der Nacht, so nach dem Motto, da ist eh keine Kontrolle. Ich meine, ich fahre ja immer angeschnallt, außer jetzt ich rangiere oder so. Oder hier morgens vom Leitstand um die Ecke rum, da bis zum Hof, da schnalle ich mich auch nicht an. Ja, und das war jetzt 3 Tage hintereinander immer irgendwie was also zu erheblichen Verzögerungen geführt hat. Am Mittwoch ja auch. Da war ich ja im Druck wegen meinem TÜV-Termin. Muss ich allerdings sagen, alles paletti. Auto hat wieder 2 Jahre TÜV. Er hat sich's an... Oh, Motor ausgebaut. Was ein Motörchen, wa?
Ich glaube, das ist Motor und Getriebe komplett oder so. Das ist ja gar nichts. Naja, auf jeden Fall, ich dahin, TÜV so, zack, drauf und er hochgehoben. Und dann meinte er, ja, sehr schön, als er dann die neuen Traggelenke gesehen hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das wollte ich hören. Ne? Und er dann nur, ja, und ich wollte das sehen. Ich sage, okay, alles klar. Da hat er gesehen, 4 neue Reifen, schwuppdiwupp, 6 Euro bezahlt für die Nachprüfung. Fand ich also ganz human. Und ja, habe meine 2 Jahre TÜV. Und ja, habe dann das gemacht, was meine Frau und ich besprochen hatten. Bin dann zu dem Renault-Händler, Renault-Werkstatt unseres Vertrauens da gefahren und habe den Wagen angemeldet. Der geht am 11. Dezember dahin für Zahnriemen, Spur einstellen, weil ich habe ja jetzt die Traggelenke gemacht und man will ja dann nicht, dass die neuen Reifen sich schief ablaufen. Und ja, einen Ölwechsel, habe ich so gesagt, der wäre nach 4 Jahren, könnte der mal ruhig wieder passieren, ne? Öl und Filter wechseln. Dann ist wieder alles frisch. Und so anspringen tut der alte Grüne ja fast besser als meiner. Und dann haben wir, letztes Jahr haben wir bei dem anderen Zahnriemen machen lassen, dies Jahr bei dem. Und es ist ja so, dass mittlerweile dieser Grüne weniger Kilometer drauf hat, als der, mit dem ich jeden Tag zur Arbeit fahre. Ich meine, ist ja auch ganz einfach. Der Grüne, der Zweitwagen, der fährt vielleicht 300 Kilometer im Monat. Der andere fährt seine 1000 durch die Arbeit. Ja? So einfach ist das. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob mein Kollege und ich zeitgleich reinkommen, weil er heute Morgen gemeint hat, oh, heute komme ich aber nach dir rein. Und ich sage, na, lass uns mal abwarten. Und na, dann sah es erst immer noch aus. Aber jetzt ging es wohl sehr, sehr flott bei ihm in Kassel. Und ja, die Chancen stehen gut, dass er vor mir oder kurz nach mir reinkommt. Er meinte, er müsste noch tanken. Ja, nee, also ich denke ich mal nicht. Ich werde ihn so hinstellen, das reicht für den Fahrer nach Heiligenstadt. Ich tanke dann Montagmorgen. Da machen wir dann auch nochmal Video. Da weiß ich aber noch gar nicht wie, also ob ich da von Gaggenau aus das mache. Oder vielleicht mache ich so ja, aus 3 Teilen zusammengesetzt, nochmal so die komplette Strecke. Ich weiß es noch nicht, muss mal schauen. Auf jeden Fall werden wir da auch noch mal ein Video machen. Und dann mal sehen, wie ich mich da nächste Woche vielleicht mal melde mit irgendeinem Video aus dem privaten Bereich. Ja, muss ich mal sehen. Jetzt heißt es auf jeden Fall ab nach Hause. Ich sag mal, die Frau wartet, die Hunde warten. Ja, und dann wartet auch noch ein bisschen Arbeit auf mich. Ne? Auch morgen und auch so am Sonntag. Ich habe zu meiner Frau gestern gesagt, weil sie fing an, ja, ich muss hier mal einen Zettel machen und so. Da habe ich gesagt, ja, dann mach mal einen Zettel von all den Dingen, die noch erledigt werden müssen vor Dienstag. Ja, all die Dinge, wofür die ich 2 Hände brauche. Ne? Die Sachen, wo ich mit einer Hand klarkomme, die können auch noch liegen bleiben. Weil ich werde ja nach Dienstag genug Zeit haben, dann sich um mich oder um Kleinkram zu kümmern, wo eben eine Hand reicht. Oh, alles weg. Alles weg. Ja, jetzt auf der Rückfahrt kann ich nicht meckern. Da läuft es eigentlich ganz gut. Aber ich habe ja heute Morgen 1 Stunde oben drauf. 3, 3, 3, ja. Es sieht gut aus.
sagen wir es mal so. Auch an der Baustelle hinten scheinen keine Probleme zu sein. Ja, Baustellen. Eigentlich hieß es bei nicht nur der einen, sondern bei, ich glaube, bei zwei, drei Baustellen, die auf der Strecke sind, bis Ende November. Wir haben Ende November, sie sind nicht fertig, ja. Und ich weiß noch nicht, wie die jetzt noch vorwärts kommen, wenn hier so Wintereinbruch ist. Nein, das ist schon richtig übel. Man sieht schon so ein bisschen da hinten, ich weiß nicht, doch, müsste man eigentlich auf der Kamera sehen, da hinten ist also weiß und hier nicht. Ah, ist aber immer noch plus 2 und ihr seht ja, die Fahrbahn ist ja top. Mal sehen, da schon wieder. Sieht ja merkwürdig aus. Ach, jetzt sehe ich, aber das ist für heute mal egal. Da ist nur das Lenkrad bis hier drin. Ne? Naja. Naja, aber die Geschwindigkeitsanzeige kann man sehen, also Armaturenbrett. Dafür ist der Winkel nicht so schräg. Na, es ist eben nie haargenau gleich, weil ich ja, es ist ja so, wenn ich jetzt einen, ich meine, ich habe ja schon meinen festen LKW, aber wenn ich jetzt alleine darauf sitzen würde, ja, und es würde keiner nach mir mehr damit fahren, sondern ich würde den hinstellen, abschließen und ja, bis ich dann wiederkomme, dann würde ich mir oder dann würde ich sogar so eine Installation von der Kamera lassen, ja, und würde nur die Kamera entnehmen, was ja da mit dieser neuen Verschlusstechnik da mit Magnet und so Klammern, also super machbar wäre, würde das Teil drin lassen. Würde ich das zu Hause brauchen, würde ich mir das doppelt holen oder so. Nein, dann hätte ich eine feste Installation und dann wäre die Einstellung immer haargenau gleich. Aber die Frage ist auch, ob das sein muss, ne, mit dem haargenau gleich. Ein klein wenig Veränderung schadet ja nicht. Ja, da war auch heute Morgen erst teilweise Vollsperrung, dann ging es mit einer Spur vorbei. Eben als ich jetzt zurückkam, war auch nochmal wegen der Aufräum- und Säuberungsarbeiten Vollsperrung. Und man hat den ganzen Verkehr über den Rastplatz Bruchsal abgeleitet. Aber ich sage euch, ein Stau, wie gesagt, bis zum Kreuz Walldorf. Also, und sogar ein bisschen noch darüber hinaus, also was von der 6 kam, konnte nicht auffahren und so. Also ganz krasse Geschichte. Ich möchte nicht wissen, wie lange das dauert, wenn man da weiter hinten drin steht. Da war das schon gut, dass ich das umfahren habe. Ne? Ach, Jäger, ich wollte gerade sagen, was ist denn da los? Aber da war eine Treibjagd. Da standen sie mit ihren grünen Klamotten und orangenen Mützchen und so. Ich habe mich gewundert, warum da so viele Autos standen. Bei uns war ja auch schon Treibjagd. Da hat uns ja da dieser eine Jäger darauf hingewiesen, der uns geholfen hat da im Wald mit Starthilfe. Und ja, und wir haben dann einfach mal an dem Tag, den er genannt hat, und noch zwei Tage darüber hinaus mal den Wald gemieden. Es ist eh momentan so im Wald. Da ist erstmal noch mehr Schneebruch möglich und oder Windbruch glaube ich heißt es dann. Auf jeden Fall, da ist auch nicht ganz so schön zu laufen. Der Weg ist matschiger halt und dann hängt ja da der Schlamm an den Schuhen. Da haben wir so eine andere Runde, die wir jetzt bevorzugen. Das ist ja wirklich das Tolle an der Gegend, wo wir da wohnen, leben, dass wir da viele verschiedene Möglichkeiten haben, eine Runde zu laufen oder halt auch vor und zurück.
am Mittwoch, da hatten wir ja Zeitdruck, da sind wir einfach mal vor und zurückgelaufen. Ja, hier sieht es eigentlich auch schon gut aus. Ich weiß nicht, was die hier noch für einen kleinen Scheiß machen. Es wird auch wirklich Zeit, dass sie mal zum Ende kommen. Mann, Mann, Mann. Hat die gerade in dem Auto, hier hat die Mutti hochgeguckt. Oh. Ach. Ja. Eigentlich sehen die Leute auf die Lkw-Fahrer herab, aber hier auf der Bahn ist es andersrum. Ne? Balm, ja, Balm. Da war er wieder, die BAG. Aber. Ja, ich hoffe, meine Tonverstellungen haben jetzt keine großen Nachteile gebracht, weil ich das zu Hause nicht ausgetestet habe. Ich werde auch in der Zeit, also nächste und übernächste Woche, da werde ich nochmal ein bisschen rumexperimentieren mit Kamera, mit Mikrofon und alles nochmal ein bisschen durchchecken, welche Möglichkeiten ich da habe. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dieses Empfangssignal abzuschwächen, zu verstärken. Eben wie gesagt, verschiedene Verstellmöglichkeiten. Und momentan kann ich noch gar nicht sagen, was diese im Einzelnen bringen. Ich muss es halt mal ausprobieren. Ich probiere ja auch viel einfach hier bei den laufenden Videos. Und ja, da kann natürlich dann schon mal auch eins sein, wo der Ton dann nicht so toll ist, ne, wie wir das ja letztens hatten. Aber da stehe ich absolut nicht drauf. Also das hat mich auch sehr gefuchst. Ha, wo ich das jetzt so sage, das hat mich sehr gefuchst. Da habe ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, klein Theo so, wir laufen daher. Und er hat irgendwie was Schlaues gesagt und da sage ich, ja, du bist schlau wie ein Fuchs. Ne? Und dann sagte er so zu mir, ganz trocken, ich bin kein Tier. Ich bin kein Tier. Nee, er ist kein Tier. Ja, nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende, also übernächste Woche. Da ist wieder Enkelwochenende angesagt. Ich bin sowieso an dem Wochenende raus, was jetzt so fette handwerkliche Arbeiten betrifft. Und da habe ich zu ihm gemeint, da wollen wir doch mal wieder an die Sache mit dem Schach gehen, dass wir mal Schach spielen. Ah, das war auch. Die waren gestern kurz zu Besuch. Und ja, warum? Weil meine Frau gesagt hat, kommt bitte am Donnerstag, ne? Sie so zu mir, ja, am Donnerstag kommen die Kinder. Ich sage, ja, wie, was ist denn da? Ja, die kommen, um ihre Adventskalender abzuholen. Ja, okay. Ich sage, ja gut, kommen sie eben. Ne? So, wir kamen rein mit den Hunden und so und waren gerade fertig so, mit Hunde abtrocknen und allem, da schlugen die auch auf. Und bei uns wird immer einmal im Jahr, eben in der Vorweihnachtszeit, macht das Rote Kreuz so einen kleinen Basar für einen guten Zweck. Und da werden dann, ja, handgearbeitete Sachen verkauft. Ich sag mal, gestrickte Wollsocken, wo ich schon mal ein paar gekauft habe. So dicke Socken halt. Und zwar machen diese Frauen, die da eben zum DRK gehören, die machen das selber. Und backen auch Plätzchen. Erstmal viel günstiger als bei dem Holzofenbäcker, wo wir immer so normal unsere Brötchen holen. Und ja, auch sehr lecker halt. Ne? Weil
Auch unsere Tochter hat schon gebacken mit Enkel Theo zusammen. Ich meine, wir erkennen es an, ja, den guten Willen, aber sie würde es auch selber zugeben, also unsere Tochter, geschmacklich sind diese Plätzchen nicht so der Hit. Also es haben sich jedes Jahr immer die Hühner gefreut. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, wenn du bist ja sowieso da, dann bring doch mal da von diesem Roten Kreuz da Plätzchen mit, die Omas da gebacken haben. Ne? Und da hat sie auch Plätzchen mitgebracht und die einen waren in so einem großen Wegglas. Ich meine, das kostet auch Geld. Und ja, dann fragte meine Frau, was bekommt ihr hier oder was hat es gekostet? Ja, irgendwie 6 Euro und 4 Euro, macht also 10 Euro. Und sie hatte irgendwie nur 5 Euro, fragt mich, ob ich noch ein kleines Geld habe. Ich sage, nein, ich habe keine kleinen Scheine. Und dann ging das immer hin und her und her und hin. Die Tochter sagte schon, ja, lass doch, können wir später machen und so. Und meine Frau wieder, ja, hast du noch Kleingeld und so? Ich sage, ich habe auch kein Kleingeld. Nein. Und es ging so lange hin und her, bis dem Käpt'n der Kragen geplatzt ist. Ne? Weil es ist so, ich habe das auch meiner Frau dann hinterher mal klar gemacht. Ich sage, pass mal gut auf. Die kommen, ja, das war ja auch noch so eine Sache, genau. Die, also es war dann klar, wir können die Plätze jetzt nicht bezahlen, das ist verschoben auf später. Außerdem hat die Tochter gesagt, ist doch scheißegal, ist doch alles eine Familie. Und da bin ich auch ganz bei ihr. Also wirklich, das kommt öfter vor, dass die Tochter und ich, also gedanklich oder ansichtsmäßig auf einer Linie sind und meine Frau da noch ein bisschen andere Ansicht vertritt. Die wollte mir jetzt mit Gewalt diese 10 Euro für die Plätzchen bezahlen, aber wirklich mit Gewalt. Und bis ich dann wirklich sehr laut und deutlich gesagt habe, jetzt ist Schluss hier. Ne? Wenn, dann kriegt sie das Geld eben später, aber nicht jetzt, wir haben das jetzt nicht. Und ja, und dann meinte so die Tochter, die Jacke wohlgemerkt gar nicht mal ausgezogen hatte, ja, ja, dann gehen wir wieder. Ich sag, wie bitte? Ich sag, nee, das gefällt mir aber nicht hier. Ich sag, reinkommen, die Geschenke abgreifen und sofort wieder abhauen. Ich sag, das ist aber nicht die feine englische Art. Ich sag, ja, wenn wir das wollen, dann könnten sie auch noch einen Moment bleiben. Sie hätten jetzt angenommen, ich will meine Ruhe haben und so. Ich sag, ja, grundsätzlich stimmt es ja irgendwo, will ich schon so ein bisschen Ruhe haben, wenn ich dann zu Hause bin. Aber, nee, aber man kommt nicht, nimmt die Geschenke, sagt Danke und Tschüss und ist weg. Naja, dann haben sie sich noch ein bisschen aufgehalten, haben uns auch noch ein bisschen unterhalten, weil bei der Tochter ist ja in der Firma, ja, man kann davon sagen, ein bisschen angespannte Situation, ist ja ein Betrieb für ambulante Pflege und der hat ja schon ein Insolvenzverfahren hinter sich und ja, da laufen so viele Dinge quer, dass ich gesagt habe, so wie sich das für mich anhört und so wie das aussieht, wird diese Chefin die Bude wieder vor die Wand fahren. Das Problem ist, diese Chefin, die mag eine liebe, nette Frau sein, die auch eine gute Altenpflegerin ist, aber wie gesagt, das prädestiniert sie noch lange nicht, dafür auch ein Unternehmen gut führen zu können. Nein, was sind das für Aktionen? Die brauchen dringend ein Auto. Da wird dann irgendwoher ein billiges Auto gekauft. Ja, da setzt sich der Erste da rein. Da muss er schon feststellen, dass die Handbremse null Funktion hat. Ja, man kann die Leute doch nicht mit Mängeln behafteten Autos durch die Gegend fahren lassen. Ne? Es gibt auch eine Mitarbeiterin, die fährt immer mit ihrem eigenen Wagen. Auch unsere Tochter hat das schon einige Male gemacht. Wir haben ihr gesagt, sie soll das nicht tun. Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es so, mit nur Sprit kriegst du ja gar nicht deine wahren Kosten ersetzt. Das ist schon mal das Erste. Aber gut, wenn das nur ganz gelegentlich ist, kann man vielleicht darüber hinwegsehen. Aber es geht auch noch um Versicherung und Haftung. Gerade jetzt im Winter, glatte Straße. Ich habe gesagt zur Tochter, ich sage, pass auf, wenn du mit deinem Wagen fährst und rutscht von der Straße und in den Graben und der ist demoliert,
Ja, meinst du, dann kommt deine Chefin und kauft dir ein neues Auto oder was? Oder gibt dir Geld? Das kannst du vergessen. Nein. Ich sage, und du bist auch für nichts versichert da. Na, ich sage, fährst du aber mit dem Firmenwagen, rutscht und in Graben. Ja, okay, dann ist das natürlich ärgerlich für die Firma, ohne Frage. Aber es ist nun mal ihr Problem, ihr Risiko und okay. Nein, also da haben wir ganz klar gesagt, sie soll das nicht machen. Aber es stimmt an vielen Ecken und Enden nicht. Die Chefin ist auch gesundheitlich wohl nicht so, also auf der Höhe. Hat da irgendwas mit Arm oder Schulter. Aber ich finde, das hindert einen ja nicht, da nicht sich öfter mal sehen zu lassen. Ne? Und wenn dann die Mitarbeiter Nachrichten schicken, da geht irgendwie alles per WhatsApp. Dann kommen keine Reaktionen. Da habe ich auch gesagt, was ist denn das für eine Art und Weise, die Dinge über WhatsApp zu besprechen und auszudiskutieren. Da muss man doch mal zusammenkommen und persönlich miteinander reden halt. Ne? Ja, es ist nicht einfach. Ich meine, dass das bei denen so blöd läuft, hat nur das bestätigt, was ich in einem Artikel gelesen habe. Ich will jetzt ich will mich da auf die Zahlen nicht festlegen, aber irgendwie, was weiß ich, jedes fünfte Pflegeunternehmen ist in den roten Zahlen oder irgendwie sowas in der Richtung habe ich da gelesen und das wird durch das, was dort läuft, absolut bestätigt. Ich meine, gut, nun hat unsere Tochter hätte kein Problem, was anderes zu finden. Es ist halt von Vorteil, für die zu arbeiten, weil das halt im Dorf ist. Na, da kann sie hinlaufen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und die Schule vom Theo ist direkt um die Ecke. Also das hat schon viele Vorteile, ja. Aber trotzdem, das muss ja irgendwie alles stimmen. Na. Ich werde mal zur Sicherheit. Hoppla, kleines Salbei-Bonbon lutschen, weil ich ja eigentlich froh bin, dass ich heute mal nicht so extrem von der Heiserkeit geplagt werde. Ich meine, dass das jetzt öfter mal aufgetreten ist mit der Heiserkeit, ist auch mit Sicherheit dem Umstand geschuldet, dass ich da recht viel mit meinem Kollegen telefoniere. Ne? Wir hängen ja gut ab, es reißt schon immer mal wieder ab, das Gespräch durch Funklöcher und dergleichen oder einer von uns muss was tun und wir beenden das. Aber man kann schon sagen, ich habe jetzt so eine gesamte Lenkzeit, so je nachdem, 7 Stunden 30, 7 Stunden 50, irgendwo dazwischen. Gut, wenn es ganz super läuft, auch mal nur 7, 15. Aber von diesen 7 Stunden irgendwas, da telefonieren wir bestimmt 5 Stunden miteinander. Das ist auch manchmal lustig. Wir fahren jetzt die gleichen Autos, haben ja auch die gleichen Signaltöne für irgendwelche Warnungen und dergleichen. Und ab und zu geht das, man fährt, ne? Auch plötzlich kommt dann irgendwie so ein Warnton. Und man ist natürlich sofort alarmiert und schaut. Und dann sage ich immer, war das bei dir? Ja, das war bei mir. Okay, alles klar. Ja, wohl von den Bäumen ist es, ja, jetzt haben wir 0 Grad. Von den Bäumen ist es hier schon ein bisschen runter.
Oh, kein Überholverbot, nichts. Das ist ja mal wirklich echt. Aber ich sagte ja, es geht auch. Es ist nicht so viel los, wenn man schaut. Ne? Wenn man jetzt mal in den Rückspiegel guckt, da ist nicht so viel. Voraus ist auch nicht so viel. Ah, Expeditionsmobil. Jetzt hier vorne kommt ja wieder die eine Bodenwelle, obwohl die schlimmer ist, wenn man in der Mitte fährt. Na, hier geht's. Ja, wir haben ja jetzt 429.000 weg und der ein oder andere wird sich ja vielleicht noch erinnern können, wie dieses Auto erst dieses Jahr in meine Hand kam mit gerade mal 150.000 auf der Uhr. Also ja, 270.000 dann gemacht, ne? In dem einen Jahr. Ist das richtig? Habe ich jetzt Mist erzählt? Nee. Der hatte 158, lass es 100. Von mir aus hat er 160 weg gehabt. 40, 2, ja, 229, 279, doch. Ja gut, wenn man überlegt, alleine Gaggenau. 600 am Tag, 3.000 in der Woche, 12.000 im Monat, 10 Monate sind schon 120.000, 11 Monate 132.000. Ja, und dann ist das Auto ja noch anderweitig gefahren. Aber er ist immer noch frisch, in Anführungsstrichen. Und bis jetzt hat es auch keine weiteren neuen gegeben. Was ist das denn da für ein Fahrzeug da voraus? Ihr könnt das bestimmt noch gar nicht sehen. Ist zu weit weg. Meinte meine Frau gestern so, das Jahr ist ja jetzt bald, also in einem Monat zu Ende. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, wir haben ein Fazit gezogen, das hört sich ein bisschen hochtrabend an. Nein, wir haben einfach so mal drüber geredet, was war so an größeren Sachen in diesem Jahr, wie muss man das Jahr betrachten. Und erstmal ist da eine Sache, die sie gesagt hat, und das fand ich auch gut und richtig. Sie hat gesagt, natürlich ist es negativ, dass alles teurer geworden ist und so. Aber das betrifft halt letztendlich alle. Ja. Es geht ja, ging uns ja jetzt mehr darum, wie ist es für uns gelaufen mit dem Jahr. Na? Und ja, da muss man schon sagen, ganz am Anfang des Jahres war ja noch Trouble, nein, wegen den, ja, ich sage jetzt mal einfach, wegen diesen Psychos, die da immer Stress gemacht haben, hier im Zusammenhang mit dem Kanal. Aber das war so das erste markante oder größere, die erste größere Sache in diesem Jahr, die sich, ja, zum Positiven dann erledigt hat.
gut, unsere Dolly ist gegangen, aber das sehen wir ja auch nicht negativ. Die ist ja schön alt geworden und so. Und das war alles in Ordnung. Und dann kam der neue Hund, die Ruby, ins Haus. Ist ja auch eine positive Sache, auch wenn es manchmal stressig war oder auch noch stressig ist mit ihr. Sie ist ja jetzt ein junger Feger mit 10 Monaten. Wir haben es wieder geschafft, unsere Woche Urlaub zu machen. Ich sag mal, was so ja gekauft werden musste, konnte gekauft werden halt. Naja, also was nötig war, irgendwie ist ja ein Gefrierschrank kaputt gegangen. Und ja, und auch so ein paar andere Dinge, die man realisieren konnte, was also positiv zu sehen ist. Nein, eigentlich können wir uns nicht beklagen. Na? Man muss da einfach mal ja ganz genau hinschauen, realistisch sein. Sicherlich es ist kein Jahr immer oder komplett durchgängig positiv, ja. Es gibt immer Höhen und Tiefen, ja. Na, nee, der kann nicht. Ich sehe gerade einen Mercedes-Truck hinter mir, aber wir haben keine mit grauem Grill. Der hat einen grauen Grill. Wir alle bei uns haben alle einen weißen Grill. Ja, gestern, wie gesagt, da war es zu stressig irgendwie. Also ich hatte die Kamera dabei. Ich hatte sie sogar hier am Sitz wieder angeschraubt. In dieser anderen Stellung. Also kein Witz, Leute. Das Auto steht ja jetzt hier den dritten Tag. Der steht den dritten Tag. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht schaffen, für den da mal ein Rad zu besorgen oder so. Hinter mir sehe ich einen roten Daimler, der könnte schon eher von uns sein. Obwohl, es sieht so aus, als wenn der einen roten Grill hätte und Rote mit rotem Grill haben wir nur einen und den fährt mein Kollege und der ist im Norden. Der kann schon mal nicht sein. Und dann haben wir ja noch zwei mit blauem Grill und einen mit einem schwarzen Grill, wo ich finde, das sieht ja am schlechtesten aus, also von den ganzen Varianten. Also mir gefällt der komplett rote am besten mit blauer Schrift und dann die anderen, die sind ja rot mit blauem Grill und blauer Schrift und der einzelne da mit rot und schwarzem Grill hat auch blaue Schrift und das finde ich also nicht so schön, drei Farben gemixt und aber wer weiß, vielleicht lackieren sie den Grill auch nochmal um. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gepennt hier. Ja, was heißt gepennt? Wir sind halt mal 85 gefahren. Wie es sich gehört, hätte ich was gesagt. Ja, da war auch letztens wieder mal jemand, der meinte, ja, gibt das nicht Probleme mit hier über 90 und so. Nein, solange das hier... Also es gibt dazu, wenn ich 90 eingestellt habe und fahre einen Berg runter,
und der läuft über 90 dann. Dann ist es so, dass guckt sich das System eine Zeit lang an, um genau zu sein, 28 Sekunden, und dann kommt der Warnton, Geschwindigkeit zu hoch. Und dann hat man nur eine sehr kurze Zeitspanne, um halt ja wieder langsamer zu werden. Also man muss dann ganz schnell zwingend unter 90, dann ist wieder alles gut. Und dann ist das zwar in einer Kontrolle sichtbar, aber nicht, wie soll ich sagen, es ist anders, als wenn man jetzt ja, 2 Minuten mit 95 im Berg runterfahren würde, dann gibt es sowieso den Warnton und man würde diesen ignorieren, weil dann blinkt auch oben die Anzeige hier vom Fahrtenschreiber und hier unten ist halt eine Warnung und ja, dann irgendwann schreibt er das rein und dann, und wenn das dann vorgefunden wird in einer Kontrolle, kann man sich seiner Anzeige sicher sein. Diese andere Geschichte, also die geht ja so, man fährt im Eco-Modus 85, geht einen Berg runter, der hält das Fahrzeug bei 90 bis zu einem bestimmten Punkt, das ist alles genau berechnet hier vom System, und dann nimmt er den Gang raus und lässt ihn rollen. Und der rollt dann durchaus hoch bis 94, 95. Aber gesichert innerhalb dieser Zeitspanne von 28 Sekunden. Und wie gesagt, wenn man die 85 drin hat und er macht das mit diesem Rollen, dann ist das auch rechtzeitig beendet. Ja, da kommt dann auch keine Warnung, braucht nicht, weil man eben, weil rechtzeitig dieses Ausrollen, dieses Ausnutzen beendet ist. Und ja, da haben, als das vor ist ja schon ein paar Jahre alt, das System, da gab es ja die Diskussion, was sagt dann bei einer eventuellen Kontrolle die Rennleitung dazu und so, wird das von denen toleriert, ja oder nein? Man weiß es nicht. Aber es ist quasi, wie soll ich jetzt sagen, vom System erlaubt. Wenn ich das verhindern will, dann müsste ich ihm ja diese Rollfunktion wegnehmen, denn es ist so, selbst bei 85 und einem eingestellten plus 5, was ja eigentlich nur bis 90 ginge, nutzt er das aus mit dem Rollen bis 94, 95. Da geht er noch über den eingestellten Wert hinaus. Allerdings nicht in der Backup-Fahrt. Wenn ich da natürlich 85 plus 7 einstellen würde, dann würde er in der Backup-Fahrt auch bis 92 laufen. Das heißt, das haben diese Programmierer von Mercedes haben das bewusst gemacht. Eben als Spritsparfunktion mit dem Ausrollen und so, dieses sogenannte Segeln. Ja, nur der eine oder andere hat berechtigterweise gefragt, was denn die Kontrolle dazu meint. Ich habe da persönlich keine Erfahrungswerte. Ich bin ganz ehrlich, wenn eine intensive Kontrolle kommt, also so richtig mit hier anhalten, aussteigen und dann liest er den Speicher aus und, da werde ich oder würde ich nie völlig ungeschoren davon kommen. Weil es ist natürlich noch ein bisschen abhängig vom einzelnen Beamten oder Kontrollinstanz,
Zum Beispiel BAG. Die BAG interessiert sich überhaupt nicht für Geschwindigkeiten. Denen geht es nur um Lenkzeiten, um dass die Papiere korrekt sind und um das Fahrzeug, halt der Zustand, die Sicherheit und so. Aber Geschwindigkeiten, dafür interessieren die sich nicht. Ich hätte fast gesagt, die Polizei interessiert sich für alles. Kommt drauf an. Aber wie gesagt, wenn die auslesen und würden jetzt, sagen wir mal, so Verstöße feststellen, dann würden sie die auch schon ahnden. Und man kann ja Pech haben. Das ist allerdings eine Sache, die ich bisher immer nur mal in der LKW-Zeitschrift gelesen habe, dass es Gegenden geben soll. Jetzt habe ich, damit er mir nicht ganz so hoch läuft, damit nicht jemand schon wieder was zu kritisieren hat, habe ich jetzt 85 eingestellt. Jetzt hält er ihn. Naja, er hält ihn jetzt bei 90. 89, 90. Er hält ihn, er hält ihn, er hält ihn. Ja, und hat ihn jetzt gehalten, weil ich jetzt auch keinen Eco-Modus drin habe. Ich will ja 90 fahren, wenn es geht. Und ja, und das ist auch schon die Sache, wenn man dauerhaft 90 fährt, das wird auch schon geahndet. Es wird so auf der Piste toleriert. Also ich fahre jetzt 90 in der Ebene oder 89 und so Polizei fährt hinter einem her. In der Regel ziehen sie einen dafür nicht raus. Und anders nicht. Aber wenn sie eine Kontrolle machen und das dann feststellen, dann kann es passieren, dass man für das dauerhafte 90-Fahren halt auch schon eine Anzeige kassiert. Und wenn man dann über 90 fährt, auch halt. Aber es soll auch Gegenden geben, wo Polizeibeamter für 87 einem Ticket schreiben. Nein, weil selbst wenn die drei abziehen, bist du immer noch bei 84, bist du 4 km/h zu schnell. Ne? Obwohl so bei den Blitzgeräten und so weiter kannst du mit 87 vorbeifahren. Da passiert nichts. Ah, hier fettes Teil und weniger fettes Teil. Ja, jetzt ist er zum Beispiel hoch bis 94, bremst dann aber von alleine ab, damit er nicht noch höher läuft. Und wie gesagt, innerhalb einer kurzen Zeitspanne geht er auch wieder runter. Ja, ich denke mal, man kann sagen, hier ist ein bisschen mehr. Ne? Ist ja auch minus 1, also nicht kein Tauwetter. Und ich denke mal zu Hause, da wird es so minus 2 sein. Na. Ach, jetzt will Else mich überhaupt nicht mehr, ne, jetzt will sie mich Alsfeld-Ost gar nicht mehr rausfahren lassen, weil wohl das Problem weg ist. Aber wir fahren ja raus. Wir genießen ja, da kommt es auf die 5 Minuten kommt es auch nicht mehr an. Wir genießen mal schön die Fahrt über Land.
Dann gibt es sogar zwei dieser Fahrten diese Woche mit unterschiedlichen Perspektiven. Ja, ich hatte auch mal versuchsweise die Kamera am Bett festgemacht, aber sorry, das war nichts. Die war, ich meine, der Arm hat seine Grenzen und das ließ sich nicht gut einstellen, aber es war ein sehr schräger Winkel, als wenn man so von oben guckt. Also jetzt sagen wir mal, ja, kann man wirklich sagen, ihr seid absolut präzise auf Augenhöhe. Mit leichter Neigung so runter, damit ihr halt diesen Bereich noch sehen könnt. Wie gesagt, ich habe gerade eben gesehen, da habe ich nicht so drauf geachtet, muss ich zugeben, was hier mit diesem unteren Bereich ist. Boah, jetzt kriege ich aber einen richtigen Gähnanfall hier. Das bringt dir doch gar nichts. Polish Trucker. Mein Kollege, der regt sich hin und wieder mal auf. Irgendwo in Kassel, da ist eine Baustelle und da ist ein Überholverbot für LKWs und es überholen trotzdem immer jede Menge. Aber er meint eben primär, na komm, wollen wir mal nicht so sein, nehmen wir mal einen Tempomaten raus, damit er nicht so lange braucht. Er meint eben überwiegend ausländische Kollegen, die da überholen. Obwohl ich jetzt gehört habe, auch die können Punkte kassieren und es gibt da wohl auch ein Register. Und wenn einer jetzt angehalten wird, kommt in eine Kontrolle und sein Punktekonto ist voll, ist der Lappen weg, ne? Fährt er keinen Meter mehr. Wusste ich auch nicht, dass es jetzt mittlerweile so geregelt ist oder geregelt wird. Ach, das ist ja so, ich war ja letztens beim Modul, hier Modulunterricht und so weiter und da ging es, da haben wir auch über die neu eingeführte zusätzliche Karte gesprochen, diese sogenannte 95er Karte. Und da hat sich die Frage gestellt, wozu ist die gut? Ja, warum hat man die eingeführt? Das ist jetzt das, was uns der lehrende Fahrlehrer da erklärt hat. Und zwar ist es so, du hast einen Führerschein, da ist die 95 eingetragen. Die 95 kriegst du aber nur eingetragen, wenn du entsprechend das beantragst, deine Module hast und deine Untersuchungen und alles. Und dann bekommst du die eben eingetragen im Führerschein, die 95. Und die 95 sagt ja dann aus, dass man im Besitz einer Fahrerkarte ist. Ja, wenn du keine 95 drin hast, dann hast du auch keine Fahrerkarte. Und da soll es wohl Fälle gegeben haben, wie gesagt, das ist das, was der Fahrlehrer da erzählt hat. Es soll wohl Fälle gegeben haben, wo
Fahrer in Frankreich angehalten worden sind und kontrolliert worden sind, dann haben die Franzosen auf den Führerschein geguckt und haben die 95 gesehen und haben dann gesagt, ja, wo ist die Fahrerkarte? Zeig uns mal die Fahrerkarte. Er hat natürlich die Fahrerkarte nicht dabei, weil er ja schließlich im Urlaub ist, da braucht er keine. Ja, und dann wurde eben gesagt, dass es ja jetzt möglich wäre, dass jemand genau in diesem Moment die Fahrerkarte in Deutschland missbräuchlich benutzt. Und dann haben diese Leute eine Geldstrafe bekommen, weil sie eben die Fahrerkarte nicht dabei hatten. Und durch die Einführung der 95er-Karte, nennen wir sie einfach mal so, entfällt der Eintrag im Führerschein. Das heißt, wenn man dann demnächst irgendwo ist, im Ausland oder wer weiß wo, und es guckt jemand auf den Führerschein, dann sieht er wohl noch, dass man den Lkw-Führerschein hat, aber keine Das war ja auch ein Blödmann gerade da, der hat überhaupt nicht geblinkt, aber mir war das mal schlichtweg egal. Ich habe einfach gesehen, das passt noch. Schöner wäre natürlich gewesen, dann wäre ich mir sicher gewesen, ich ziehe ihm nicht in den Weg. Naja, auf jeden Fall, wenn man dann fährt, dann hat man eben keine 95 mehr drin und die sehen gar nicht, dass man im Besitz von der Fahrerkarte ist. Die sehen nur noch, dass man den Lkw-Führerschein hat und das ist ja kein Problem. Ja, öfter mal was Neues. Ich sehe einfach nur, dass es wieder 40 oder 50 Euro mehr sind, die der Spaß kostet. Jetzt im Februar, also nächstes Jahr im Februar, habe ich mein letztes Modul. Und ja, ich werde auch im Februar dann irgendwie das mit dem, was ist das nochmal? Oh! Ja, was denn? Das war doch jetzt nicht lustig, oder was, du Kollege? Ja, da habe ich dann mein letztes Modul und dann gehe ich dann zu diesem Arbeitsmediziner, genau. Und lass dann den Check da machen. Es geht eigentlich, ne? Wenn man schaut, also es ist schon einiges wieder von den Bäumen runter. Sieht nicht mehr so, ich bin mal gespannt, minus 1 hier. Gut, kann sein, dass es zwischenzeitlich plus war, dass dadurch schon wieder einiges runtergetaut ist. Ich bin mal gespannt, wie es bei uns, also gestern bei uns zu Hause auf dieser Runde, die wir gelaufen sind, das war schon ganz schön winterlich noch. Die Bäume schwer beladen mit Schnee. Gut, wir sind höher gelegen. Könnte sein, dass es daran liegt. Mal schauen. Oh, das sieht aber auch leer aus hier rechts, das Haus. Und was sagt es? Heute sagt es gar nichts. Tot. Vielleicht wegen Strommangel. Kein lachendes Gesicht. Gestern haben meine Frau und ich die erste Folge, die ist am Mittwoch rausgekommen von diesem, ja, der Kanal heißt auch 7, also 7 VS,
wild, also wild. Und es sind ja diesmal 14 Leute, 7 Teams, a 2 Leute, ausgesetzt in Kanada auf irgendeiner Insel, glaube ich, oder was. Und ja, Mittwoch wurde die erste Folge ausgestrahlt. Wir haben die gestern gesehen. Ich bin deswegen sogar noch ein paar Minuten später ins Bett als normal. Nein, wir haben wieder Spaß gehabt. Das wird wohl in den nächsten Wochen so, also wir wissen noch nicht, ob sie Mittwoch und Sonntag was machen. Also bei den vergangenen Staffeln war es immer so, es kam immer mittwochs und sonntags ein Video. Man muss schauen. Aber das ist schon wieder lustig. Ja, ich glaube, ein wenig. Wir haben Spaß daran, uns Sachen anzuschauen, ja, wo Leute Dinge machen, die wir uns selber nicht antun würden. Ne? Da bei den Reisen haben wir auch gesagt, das sind Orte, da würden wir gar nicht persönlich vor Ort hingehen wollen oder sein wollen. Auch wenn die da nett und freundlich sind, das spielt keine Rolle. Nein, es ist einfach nicht unser Ding. So laut und diese ganzen Sachen so. Nee, das ist. Also, und meine Frau, die wäre da noch. Wow. Der hat aber einen Wind gerissen, du. Solange er mir die Plane nicht aufgeschlitzt hat. Auf jeden Fall haben wir für uns festgestellt, das sind Orte, wie gesagt, da ist es manchmal sogar schon ein bisschen schwer für uns, das am Bildschirm zu, in Anführungsstrichen, zu ertragen. Also geschweige denn, dass wir da hin würden hinwollen. Oh, hier ist aber noch ordentlich, ne? Ja, doch. Bisschen auch schon getaut, so wie ich sehen kann, aber insgesamt noch sehr winterlich. Das ist ja auch so eine Sache mit dem Schnee und dem Winter. Es ist ja es kommt auf den Betrachter an oder auf den Blickwinkel an. Ne? Wie gesagt, privat, wenn man nichts, keine Verpflichtung im Nacken hat, ist es natürlich schön. Ne? Sieht gut aus, so alles schön weiß, alles ein bisschen gedämpft und leiser und so. Aber wenn man natürlich arbeiten muss oder zur Arbeit hinkommen muss, beziehungsweise wenn man auf der Straße arbeitet, dann hat man da nicht so einen Spaß. Und ich meine, ich kann auf so einer Runde dem was abgewinnen mit dem Winter. Aber wenn es jetzt nicht wäre, bin ich auch nicht todtraurig. Wer sich natürlich wahnsinnig gefreut hat über diesen ersten Schnee, ist hier Theo. Theo war ganz verrückt. Der ist morgens aufgestanden, hat rausgeguckt, Schnee, der wäre am liebsten im Schlafanzug noch rausgerannt. Der ist, nee. Und ich meine, wir haben es ja auch bei uns festgestellt. Gestern war der Spaziergang wirklich schön. Da hat selbst meine Frau gesagt, oh ja, man kann dem ja noch richtig was abgewinnen. Einen Tag davor, da hatten wir während des gesamten Spazierganges so Schneeregen, auch zum Teil ins Gesicht. Na, ich meine, auf der Hälfte dann, wo wir dann die Richtung gedreht haben, ging es dann aber. Und da hatten wir, also es war noch okay, ne, weil man es ja gemacht hat, aber so richtig Spaß hatten wir nicht. Der Einzige, der Spaß hatte, war hier unser Junghund Robi. Also die hat wirklich einen Wahnsinnsspaß. Die interessiert das gar nicht mit der Kälte und dem Rutsch. Und vor allen Dingen dann so Effekte. Ich pfeife, die kommt volle Pulle angerannt. Wir waren auf dem Feldweg, da sind viele Pfützen vereist. Siehst du aber nicht, unter Schneedecke. So, jetzt geht sie quasi in die Bremse, ja, weil sie will ja bei mir anhalten. Boah, da hat sie 2-3 Mal, ist sie dermaßen geschlittert, alle Viere von sich gestreckt.
dass ich mir schon fast ein bisschen Sorgen gemacht habe. Man will ja nicht, dass die da, wer weiß, wie die Grätsche macht, hinter sich noch ein Bänderriss einfängt oder irgend so Mist. Da haben wir nämlich jetzt erst was gesehen. Das war so eine kleine Doku auf Arte. Da ging es um die Qualzuchten, also sprich Mops, französische Bulldogge, englische Bulldogge. Nein, das sind so die sogenannten Qualzuchten, wo halt die Köpfe sehr rund sind und die Schnauzen sehr kurz. Ich meine, unsere Amy ist ja zu 50% Mops, aber bei der ist es so, dadurch, dass ja die anderen 50% Chihuahua sind, was natürlich auch nicht so gesunde Hunde sind, weil die auch zu klein sind. Da gibt es ja derartige Übertreibungen. Es gibt Hunde, die haben ausgewachsen unter 2 Kilo oder vielleicht 2,5. Ja, Teacup Terrier, also Teetassen Terrier. Und da kann man jeden Tierarzt fragen. Alles, was sich zu sehr vom Mittelmaß entfernt, zu extrem. Und beim Mittelmaß spricht man so beim Hund so von, ich sag mal, eine Spanne 40, 50 Zentimeter, 20 bis 30 Kilo. Das ist ja auch noch so in einem Art Wolfslevel. Das ist alles okay. Aber was jetzt ganz nach oben geht, naja, ich sag mal 80 Kilo Bullmastiff oder so, man sieht es ja daran, die Tiere haben keine hohe Lebenserwartung. Na, die sind mit 3 Jahren erwachsen und mit 6, 7 alt. Und mit 8 Jahren tot. Ja. Und bei den extrem kleinen Rassen, Chihuahua und so weiter, die leben wohl schon relativ lange, aber mit vielen Problemen halt. Ne? Kniescheiben sind daneben, Luftröhren klappen zusammen und also Klamotten. Und da haben wir also mit unserer Amy, also wir sind keine Leute, die, wir haben ja bewusst, wir finden französische Bulldoggen schon irgendwie knuffig und gut. Aber wir wussten, dass wir keine reinrassige haben wollen. Weil eben da zu viel Probleme sind mit der Atmung, mit dem verkürzten Rachen und so. Und man glaubt gar nicht, also wir haben das in dieser Doku gesehen, da war eine Frau, die hat sich, denke ich mal, so als sie so um die 20 war, hat die sich erst einen und dann einen zweiten Mops geholt. Ja, der erste halt, der war, also der sah halt wie aus wie Mops, hatte aber auch schon OPs hinter sich wie... Da werden dann OPs gemacht, damit die Nasenlöcher weiter aufstehen, der Hund besser atmen kann. Da wird herumgedoktert an den Rachenverkürzungen und so. Also, und der zweite Mops, also da sage ich mal, das ist der brutale Fehlgriff gewesen, weil ich bin davon überzeugt, dass man das eigentlich hätte schon beim Welpen erkennen müssen. Und zwar war da die Zunge viel zu lang und zu dick im Verhältnis zu dem kleinen, runden Kopf mit der verkürzten Schnauze. Was war der Effekt? Dass so eine dicke, fette Zunge permanent dem Hund aus dem Maul hing. Also sorry, Leute, das ist nicht lustig. Das sieht einfach nur, da gibt es kein anderes Wort. Also ich habe da kein anderes Wort für, als das sieht absolut scheiße aus. Ja, davon ab, dass das ja für den Hund auch nicht normal ist, dass seine Zunge immer draußen hängt. Vor allen Dingen muss die Frau dann, also die Frau, die war da sehr, sehr engagiert. Sie hatte sich halt zur Aufgabe gemacht, den Hunden so nach dem Motto, die Hunde können ja nichts dafür, dass sie Qualzuchten sind. Und sie
gibt alles, also damit meine ich Geld, aber auch Zeit, Aufwand und so weiter, um den Hunden ein möglichst langes und möglichst gutes Leben zu realisieren. Ja, aber was heißt das? Da geht die hin und streicht die Zunge mit irgendwelchen Befeuchtungsmitteln ein, weil die sonst durch das ständige Raushängen austrocknet. Da werden die Augen behandelt. Ach, da wird ein Aufstand gemacht. Also meine Frau haben uns nur angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Und dann hat die einen Ordner gehabt mit Rechnungen vom Tierarzt. Die hat schon 30.000 Euro in 12 Jahren ausgegeben. Also den einen hatte sie 12, den anderen 10 oder was so in dem Dreh. Ich meine, ich habe schon mal, da habe ich noch im Ruhrpott gewohnt, da habe ich, da waren Leute, die haben bei mir da in der Straße gewohnt. Die hatten einen Shapai, dieser chinesische Faltenhund. Auch ein Hund, der viele Probleme durch die Überzüchtung hat. Und zwar Ekzeme in den Falten, die Augenlider hängen zu stark runter, ständig die Augen entzünden. Und die hat auch schon alles Mögliche an dem operieren lassen. Da habe ich damals die Frau getroffen, da hat die mir erzählt, wir haben schon 30.000 D-Mark für den Hund ausgegeben. Da habe ich so gedacht, nee, tut mir leid, also da hört es doch irgendwo auf. Ne? Und dann wurde parallel eine Frau gezeigt, die sich zur Aufgabe gemacht hat, also eine französische Bulldogge zu züchten, die frei atmen kann, die einen längeren Rücken hat, der keinerlei Rückenprobleme mehr mit sich bringt, die etwas längere Beine haben. Aber man muss natürlich dazu sagen, die dann eben nicht so typisch aussahen, wie man die französische Bulldogge kennt und wie die meisten sie haben wollen. Die meisten wollen sie mit kurzem Rücken und breit halt und eben mit dem Kopf und so. Und das ist nicht einfach. Ich meine, bei unserer Amy ist es so, da stimmen auch Dinge nicht, die ihr aber jetzt ihr Leben lang, die wird ja immerhin 13, keine Probleme bereitet haben. Wir haben sie auch da irgendwie keiner großartigen Sonderbehandlung unterzogen oder die bekommt keine Sonderbehandlung. Sicherlich bekommt natürlich schon mal der Einzelne, wenn er irgendwas hat, seine Extrabehandlung, klar. Aber so grundsätzlich nicht. Und und das ist also so, dass die Leute, die jetzt bei dieser Züchterin, die also quasi die gesunde oder versucht, eine gesunde französische Bulldogge zu züchten, wo ich mir sage, ob die mit solchen Hunden auf der Ausstellung dann Blumentöpfe gewinnt, ist noch zweifelhaft. Weil das ist ja dieses Problem. Warum werden denn diese Hunde, die eigentlich nichts taugen, gezüchtet? Weil einmal die Käufer es wollen und auch die Züchter es so wollen, ja. Die haben es ja in der Hand. Und es wird auch auf den Ausstellungen so gewollt. Ich meine, es ist doch klar, wenn mein Hund, der einen kurzen Rücken hat und den runden, dicken Kopf und so, wenn der die Preise holt, dann züchte ich natürlich in der Richtung als Züchter, der Erfolg haben möchte. Da muss, da muss das System in so einem Fall von Grund auf umgekrempelt werden. Ich meine, dass in Ländern diese Züchtungen verboten werden, finde ich schon okay. Also, weil das einfach, das ist ja auch das Problem, dass es werden Dinge gemacht, aber das wird dann immer weitergeführt, immer extremer. Ich meine, man muss mal überlegen, was haben die Leute getan? Sie sind hingegangen und ein gutes Beispiel wäre ja England. In England haben die ja die englische Bulldogge gehabt. Oder haben sie ja immer noch, ist ja so ein bisschen wie National. Und die englische Bulldogge. So, und die Bulldogge, die ursprüngliche urige Bulldogge,
die hat ja auch mal ja, im Ring gekämpft, so gegen Bullen, haben Bullen an der Nase gepackt, es wurden Wetten abgeschlossen und so, die Engländer sind halt ein bisschen bekloppt. Und ja, nur ist es so, so eine Bulldogge von heute, die würde schon auf dem Weg zum Ring tot zusammenbrechen, ja, die würde niemals diese Leistung vollbringen können. Aber es ist so, da zu dem Zeitpunkt wurde ja eben noch ganz stark auf die Leistungsfähigkeit geschaut. Aber es ging dann immer mehr in Richtung Optik. Und dann haben die Leute diese Optik immer extremer gemacht. Und dabei ging natürlich die Leistungsfähigkeit baden. Und ja, und dann hat es eben Leute gegeben, denen waren die Bulldoggen irgendwie zu träge. Ja, die sind ja meistens hingegangen, haben sich festgebissen und dann einfach nicht mehr losgelassen. Und da ist man dann hingegangen und hat gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt die Bulldogge und nehmen einen Terrier, ne, den englischen weißen Terrier, und kreuzen die mal miteinander und haben dadurch einen Bull and Terrier kreiert. Also ja, eine Bulldogge, die wieder die hochbeiniger ist, die schlanker ist, die agiler ist, ne, wo eben beide Komponenten vorhanden sind. Und ja, wir haben uns ja auch gesagt, wir möchten einerseits einen Hund mit Action, ne, der soll schon agil sein, der soll ordentlich laufen können, wenn wir Strecke machen wollen und so. Aber wir wollen auch einen, und das hast du bei einem reinrassigen Jack Russell nicht, ja. Die sehen zwar aus wie Schoßhunde aufgrund ihrer Größe, es sind aber absolut keine Schoßhunde. Ja, die sind immer unter Strom, kann man sagen. Und da haben wir gesagt, die französische Bulldogge ist ja das Gegenteil. Die ist mehr so ruhiger, bulliger im Charakter. Und letztendlich ist es so. Draußen ist unsere Ruby eine Granate und geht ab wie ein Terrier. Und zu Hause, ja, da kommt die manchmal an und man muss sich vorstellen, da will der 12 Kilo Hund bei meiner Frau auf dem Schoß und mal so ein bisschen rumkuscheln, ja. Und das ist nicht der Terrier. Der hat da eigentlich gar keinen Bock. Das ist gar kein so ein großartiger Streichelhund. Das ist auch ein Hund, wo sich viele Leute schon verkauft haben. Ne? Na, fand den irgendwie toll von der Optik her. Ich meine, das mache ich ja auch. Ich überlege ja auch, welcher Hund gefällt mir. Aber ich informiere mich oder mache mir auch viel Gedanken über die Charaktereigenschaften. Und wir haben ja jetzt auch mit einer Charaktereigenschaft bei der Ruby nicht mit zu kämpfen, aber sie fordert uns. Das ist die vom Terrier kommende Jagdleidenschaft. Ne? Wenn da was sich in den Büschen bewegt, dann schießt die los. Und eine reinrassige Bulldogge, die wird da also nicht unbedingt so reagieren. So, wir haben es geschafft. 3:10 und dann ist das Wochenende da. Ach so, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier noch an Sprit? Ich glaube, ich fahre noch rum und tank mal eben. Sonst wird er wieder geheult. Ja, doch, mache ich. Mache ich einfach mal. Ihr seid hoffentlich noch da. Ja, ihr seid noch da. Alles gut. Kiddies, schön brav bleiben hier. Oh, kleine Rothaarige. Fahrer. MWD gesucht. Letztes haben wir aber eingesehen, da stand nur männlich-weiblich. Also die wollten keinen diversen Fahrer. Ja, ich wünsche euch ein schönes winterliches Wochenende. Wir sehen uns garantiert nochmal am Montag, also auf dem LKW.
Und ja, wir fahren natürlich noch um die Ecke. Schau mal, was der Dieselpreis hier sagt, aber das nutzt mir nichts, weil man hier nur mit Karte tanken kann. Ah, ist auch 1,75, ist mir nicht gut genug. Ob ihr es glaubt oder nicht, am Mittwoch habe ich nach dem TÜV Diesel für 1,66 getankt. Das war richtig gut. Oh, der war auch nicht schlecht. Ein Subaru Flecktarn selber gemacht. War gut. Sah gut aus dem Vorbeifahren. Das war klar. Boah, der musste schon abbremsen, der LKW. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was eine dreiste Olle. Naja, also nochmal, schönes Wochenende, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.